Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Viel Spaß bei dem Video. Die Links zu den Artikeln packe ich euch unten in die Beschreibung rein. Bangkokpost.com berichtet heute am 10. Juli 2021. Rekordtageshoch, 91 Covid-Todesfälle und 9.326 Neuinfektionen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden am Samstag 91 Covid-19-Todesfälle und 9.326 Neuinfektionen gemeldet. Von den neuen Fällen betrafen 9.134 Fälle die Allgemeinbevölkerung und 192 Häftlinge. In den letzten 24 Stunden erholten sich 3.841 Covid-19-Patienten und wurden aus Krankenhäusern entlassen. Seit dem 1. April, etwa dem Beginn der dritten Welle, gab es 297.969 Covid-19-Patienten, von denen sich 216.492 erholt haben. Seit Beginn der Pandemie, Anfang letzten Jahres, gab es 336.158 Fälle, von denen 243.918 entlassen wurden. Die Zahl der Todesopfer betrug 2.531 in der dritten Welle und 2.625 seit Beginn der Pandemie Anfang letzten Jahres. Der bisherige Höchststand der täglichen Covid-19-Todesfälle lag am Donnerstag bei 75, als das Land 7.058 Neuinfektionen verzeichnete. Der Falang.com berichtet: Isolierte Sandbox-Touristen wollen nach Hause. Phuket. 12 Touristen, die in Phuket in alternativer, lokaler Quarantäne, kurz ALQ, festsitzen, nachdem ein Urlauber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der mit dem gleichen Flug auf die Insel kam, positiv auf Covid-19 getestet wurde, haben darum gebeten, nach Hause zu fliegen. Der Leiter des Phuket Provincial Public Health Office, kurz PPHO, Dr. Kusak, bestätigte, dass die 12 Ausländer zu den 14 Passagieren gehören, die mit dem Emirates-Flug EK378 am Dienstag in Phuket landeten. In der Maschine befanden sich der Mann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der nach der Landung auf dem internationalen Flughafen von Phuket positiv auf Covid-19 getestet wurde. Dieser wurde in einer Quarantänestation untergebracht, während die 12 anderen Ausländer, die als Hochrisikokontakte eingestuft wurden, in ALQ-Stationen isoliert wurden. Gemäß den Bedingungen für die Einreise nach Thailand im Rahmen der Phuket Sandbox-Politik sind Touristen für alle Kosten im Zusammenhang mit Covid-Maßnahmen verantwortlich. Insgesamt wurden etwa 20 Personen neben den Ausländern, Hotelpersonal und Taxifahrer zur Quarantänestation gebracht, informierte Dr. Kusak. Sie wurden alle negativ getestet und werden nach 6 Tagen erneut getestet. Insgesamt sind vom 1. bis zum 8. Juli 2.524 Passagiere im Rahmen des Phuket Sandbox-Systems nach Thailand eingereist. Bislang wurden insgesamt 143.025 Zimmernächte von Juli bis September unter dem Sandbox-Schema gebucht. Weitere 1.094 Nächte für Oktober bis Februar. ThePhuketNews.com berichtet: Alle Schulen in Phuket wurden für 2 Wochen geschlossen. Phuket. Alle Schulen in Phuket wurden auf Anordnung des Gouverneurs von Phuket vom 12. bis zum 23. Juli geschlossen. Gouverneur Narong erließ gestern am 9. Juli die Anordnung, nachdem eine Reihe von Schulen angekündigt hatten, dass sie wegen Bedenken hinsichtlich der Ausbreitung von Covid-Infektionen unter Schülern, Mitarbeitern und Lehrern an ihren jeweiligen Schulen schließen würden. Und ich überspringe kurz einen Teil. Die Anordnung gilt für alle Bildungseinrichtungen in Phuket und umfasst diejenigen, die unter Aufsicht des Bildungsministeriums und der Kommission für Berufsbildung stehen. Sie gilt für alle unter der Gemeindeverwaltung stehenden Schulen und Kindergärten. Zitat: Alle Nachhilfeeinrichtungen verzichten auf Lehren und Lernen und unterlassen sie es, Aktivitäten zu organisieren, die eine Versammlung von Schülern erfordern, heißt es in der Anordnung. Alle Schulen wurden angewiesen, Vorkehrungen zu treffen, damit der Unterricht online fortgesetzt werden konnte. Und der Falang.com berichtet auch noch: Thai Air Asia streicht alle Inlandsflüge bis Monatsende. Bangkok, die thailändische Billigfluggesellschaft Thai Air Asia, hat ihre Passagiere über die Streichung aller Inlandsflugverbindungen mit sofortiger Wirkung bis Monatsende informiert. Gegenüber der Presse erklärt die Airline am Freitag, dass sie mit der vorübergehenden Aussetzung ihres Inlandsflugbetriebs die neuen und vor allem strikten Beschränkungen der Regierung im Kampf gegen die sich rapide in Thailand ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus unterstützt, die ab Montag, dem 12. Juli 2021 im Großraum Bangkok in Kraft treten, einschließlich einer Ausgangssperre von 21 bis um 4 Uhr morgens. Da wegen den kurzfristigen Flugstreichungen im ganzen Land AirAsia-Passagiere gestrandet sind,
lenkt die Airline nun ein, sie setzt ihren Inlandsflugbetrieb am Samstag und Sonntag für 2 Tage fort. Gestrandeten AirAsia-Fluggästen soll mit der 2-tägigen Verschiebung der Flugstreichungen die Heimreise ermöglicht werden. Ja, was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung zu den vorgetragenen Themen in die Kommentare. Das war's auch schon wieder von dem News Update. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.